Ein typischer Tag in der Bauordnung der Stadt Recklinghausen fängt damit an, dass wir die Post durchsehen, dass man schaut, welche Bauanträge neu reingekommen sind und man dann die Bauanträge mit dem zuständigen Sachbearbeiter bespricht, den Ablauf, die Abarbeitung, um dann zu schauen, wie man dabei vorgehen muss. Und dass die ein oder andere Beschwerde von Nachbarn kommt rein, die wir dann auch uns vor Ort anschauen müssen, um dann zu schauen, wie wir reagieren. Ich finde, Recklinghausen ist eine sehr lebenswerte Stadt und ich möchte gerne dazu beitragen, dass sie als attraktiver Lebens- und Arbeitsraum erhalten bleibt und mit den Projekten, die wir genehmigen können, dazu beitragen. Wichtig ist aber auch, dass man die Ressourcen, die man hat, schont. Und zum Beispiel bei dem Projekt Trabrennbahn, Umgestaltung der Trabrennbahn, das ist jetzt ein Projekt, worauf ich mich sehr freue, weil man da genau all diese Aspekte berücksichtigen kann. Und das wird ein Projekt sein, wo wir hoffentlich sehr, sehr viele positive Dinge bewirken können. Ja, fernab der Arbeit ist ein ganz guter Begriff, denn Corona hat uns leider etwas nicht auf die Fernziele fokussieren lassen, sondern auf die Nahziele. Normalerweise mache ich mit meinem Mann sehr viele Fernreisen. Zuletzt waren wir zum Beispiel in Guatemala und haben einen aktiven Vulkan bestiegen. Jetzt ist es eher so, dass wir in der Eifel stillgelegte Vulkane besteigen oder im Münsterland die Fahrradrouten erkunden. Das ist so das, was wir tun, oder uns in unserem Garten entspannen, fernab der Arbeit.